Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen Mittwochmorgen, 18.04.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 355 und ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. Nokia, Spotify zum ersten, zum zweiten, Bellifor, Instagram, Mein Bahnhof und PKP 300. Wir beginnen mit Nokia. Da muss ich ein bisschen ausholen, denn da ist ja einiges passiert. Vor circa einem Jahr hat ja, oder zwei sind schon her, Nokia Whitings übernommen für damals etwa um die 170 Millionen Euro und wollte das Ganze integrieren in sein eigenes Sortiment, hat es aber nicht so geschafft, wie man es möchte und gab es das schon vor längerem auf, zumindest nach einem internen Schreiben, schaut es so aus, als ob Nokia das Ganze schon abgeschrieben hat. Aktuell sind 4 Firmen interessiert, das zu übernehmen. Eine davon unter anderem Google und da denke ich, passt es auch ziemlich gut hin, denn Google hat ja wieder stärker begonnen, eigene Hardware zu bauen, nachdem sie Nest, was sie ausgegliedert hatten in ABC, wieder zurück nach Google zur Suchmaschine oder zu den eigenen Hardware-Produkten zurückgenommen hat. Und da gibt es ja sicherlich auch das ein oder andere Wearable, was man so umsetzen könnte, um noch ein bisschen mehr Daten von euch zu bekommen. Man möchte euch ja ein bisschen besser kennenlernen. Spotify zum ersten habe ich das getitelt. Da geht's um eine Übernahme oder eine Abwerbung. Spotify hat es geschafft, Carl Cherry, einen ehemaligen Apple Music Mitarbeiter abzuwerben, der da für die Hip-Hop- und R&B-Programmierung zuständig war und wird jetzt bei Spotify in ähnlichem Gefilde weitere Kuratierungen vornehmen. Dieser hat übrigens den Job übernommen von Tuma Basa, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der nach Spotify oder von Spotify zu YouTube gegangen ist und da einen ähnlichen Job ausübt. Also da wird ein bisschen rolliert. Mal schauen, wer da nächstens bei Apple aufschlägt. Dann Spotify zum zweiten. Da gibt's ja einiges an Gerüchte zum Termin, der dann nächsten Woche um 24. April, also am Dienstag, stattfinden wird. Zum einen, wenn man der Einladung folgt, soll es um ein Update in der App gehen, also ein Design-Update oder ein Funktions-Update. Man munkelt aber auch ganz stark, dass die erste Hardware dabei rausfallen soll. Wir, respektive nächste Woche dann, wieder ich, werde sicherlich euch darüber informieren, was da dabei rausgekommen ist. Dann gehen wir über zu Microsoft. Da hat der Herr Belfior, mein Gott, Namen, ich und Namen, genau, Belfior, einen neuen Job oder ein neues Aufgabenfeld übernommen. Nachdem er zuletzt im Bereich Edge, also dem Browser, unterwegs war und schon vor einiges machen durfte und früher, wer sich vielleicht die ein oder andere Keynote angeschaut hat, auch im Bereich Windows Phone einiges vorgestellt hat, darf jetzt den Bereich Bildungsprodukte, sprich OneNote, Wunderlist und To-Do übernehmen und da das Ganze weiter ausbauen und ja voranbringen. Da hoffe ich natürlich ganz stark auf die To-Do-App, auf die ich nach wie vor täglich und auch fleißig gerne setze, auch wenn es nur Verlinkungen zu meinen Trello-Karten sind. Bei Windows bleiben wir noch kurz. Anfang der Woche war es, glaube ich, wo ich verlauten habe, lassen, dass Microsoft oder besser gesagt Facebook die Instagram-App nicht mehr weiter pflegt für Windows 10. Dem ist nicht mehr ganz so. Die kam zurück. Liegt unter anderem daran, dass Microsoft die Möglichkeit für den Export von Windows 10 Mobile Apps aus dem SDK entfernt hat im Ende des letzten Jahres und da ist anscheinend auch Facebook aufgesessen. Jetzt haben sie eine ältere App-Version rausgehauen und wer eben noch Instagram nutzen möchte auf einem Windows Mobile, kann das auch weiterhin tun, auch wenn mit einem älteren App-Stand und natürlich auch älteren Funktionen. Dann habe ich noch zwei Dinge. Zum einen eine Schweizer App. Mein Bahnhof ist eine offizielle App von der Schweizer Bundesbahn, also SBB. Da konnte man schon seit längerem den Bahnhof Zürich virtuell bereisen und sehen, wo das die einzelnen Einkaufsmöglichkeiten sind, wo das die Gleise sind, wenn man umsteigen muss, dass man schon ein bisschen vorbereitet ist. Und das Tolle ist, das Ganze wird ja wie immer bei SBB-Apps fleißig ausgebaut. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, Basel-SBB, Bern und Genf-Connevin, mein Gott,
Genf sowie Luzern zu bereisen und da nachzuschauen, eben zum einen, wo die ganzen Läden sind und wo ihr umsteigen müsst. Und zu guter Letzt einen kleinen Gruß und auch eine herzliche Gratulation in Richtung den Planet Kai Podcast. Wer den kleinen Personal Podcast nicht kennt, der wurde 300, nicht Jahre, sondern Folgen alt. Und ja, eben, wer nicht kennt, sollte mal reinhören. Gerade aktuell war er in Wien unterwegs und die 301 wird dann auch von seinem Wien-Urlaub handeln. In diesem Sinne, wir vom Geek Talk, respektive Geek Talk Daily Team, gratulieren zu der Leistung. 300 Folgen, das muss man erstmal hinbekommen mit einem Personal Podcast und auch sonst. Auch wir haben ja da erst vor kurzem die Grenze geknackt. In diesem Sinne, das waren die News, die ich für euch zusammengeschustert habe. Morgen ist der Achim wieder zurück aus Hongkong und wird dann die News oder die Daily für euch einsprechen. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.